fahren heute 165 Kilometer. Der fünfte Tag. Es hätten mehr Kilometer sein können, wenn dann oben an der Küste nicht so viel Wind gewesen wäre. Los ging es heute in Wiesmoor, dann nach Aurich. Aurich, Steffi Holle besucht in unserem Regionalverband aus Friesland. Von da aus nach Wittmund, von Wittmund nach Neuharlingersiel, sehr schön am Hafen. Man hat gemerkt, dort sind die Leute auch wieder bereit, nach draußen zu gehen. Es war Markttag. Und von da aus ging es dann gegen den Wind in Richtung Greetsiel. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich habe heute so viele Kilometer geplant, habe mein Fahrrad kurz eingepackt. Da sind wir ein paar Kilometer gefahren und in Greetsiel bei den Zwillingsmühlen ging es da wieder raus, weil von da an ging es mit Rückenwind Richtung Emden. Nach dem ganzen Kampf war das endlich mal wieder ein Highlight dieser ganzen Tour, denn da hinten, das ist Ottos Leuchtturm, nicht? Der Leuchtturm von Pilsum, frisch gestrichen. Ich habe gerade einmal gestreichelt, soll Glück bringen. Brauche ich nämlich auch. Jetzt kommen die letzten Kilometer, der letzte harte Kampf durch die Krummhörn von Pilsum bis nach Emden und dann nach Leer. Dann habe ich es geschafft und auch Videos Wiesen sagen. Also Daumen drücken, ich muss das durchhalten. Also 165 Kilometer heute. Es war eine gute Etappe, es war eine relativ warme Etappe. Der Wind hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ich habe wenigstens die Nordsee oder das Watt gesehen. Das war auch ganz schön. Morgen geht es dann weiter, die zweite Tour durchs Emsland. Dann fahren wir durch den Hümbling und es kann eigentlich nur besser und wärmer werden. Die Wettervorhersagen stimmen auf jeden Fall. Also seien Sie dabei, ich würde mich freuen und weiterhin ist es natürlich möglich zu spenden. Bis dann.